Ja, hallo und willkommen zum Search and Simulator 2013. Ich bin letztens durch Zufall über dieses Spiel gestoßen und ich wollte es einfach euch mal zeigen, weil es ist sehr, sehr lustig. Worum geht's? Ja, wir kontrollieren einen Operateur mit ganz normal mit den Tasten. Wie waren das hier? A, W, E, R und Space. Und die Hand drehen wir halt mit der Maus. Genau. Und wir müssen eine Herztransplantation machen. So, dann nehmen wir erstmal hier das Tuch weg. Na, komm. Zack, zack. So, das Tuch ist weg. Der gute Mann sieht nichts mehr. Besser ist das. Und das Tuch hängt fest. Nee, ich wollte hochgehen. Und so, zack. Jetzt haben wir die Hand gedreht. Und jetzt gucken wir mal hier, dass wir den Brustkorb rausbekommen. Wie machen wir das denn? Ich würde sagen, wir nehmen den Hammer. Wir packen den Hammer. Also die Steuerung ist richtig krüppelig. Ja, nee, nicht ganz. Ich würde gerne den Hammer nehmen. So. So, wir haben den Hammer. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie ein bisschen was schaffen können. Oh, wir haken jetzt mal hier so ein. Und oh. Okay, der gute Mann hat schon viel Blut verloren. Aber wir können jetzt hier alles rausnehmen. So, die Lunge nehmen wir gleich mal raus. Und zack, erstmal die Knochen hier weg. Das ist ja nix. Ich hätte gern die Lunge hier. Zack, alles mal daneben auf dem Boden. Macht man ja immer so, ne? So, zack. Und alles raus. Also das Spiel gibt's kostenlos zu downloaden. Den Link werde ich in die Beschreibung schreiben. So, jetzt machen wir noch ein Skalpell hier. Zack. Jetzt müssen wir die Hand ein bisschen drehen. Das ist natürlich praktisch, wenn man nichts sieht als Operateur, aber das hier muss auf jeden Fall, glaube ich, durchgeschnitten werden. Wir schneiden hier einfach mal durch. Haben wir es schon? Ne, das Herz pumpt noch, das heißt... Ey, wir haben es noch nicht. So, jetzt haben wir es raus. Ich würde sagen, wir legen mal das Skalpell weg. Und gucken, ob wir hier die Hand nehmen können. Nee. Ist ganz schön kompliziert hier, die Steuerung. Meint man gar nicht. Nee, geht noch nicht. Irgendwo hängt es noch fest, auf jeden Fall. Wir müssen uns aber beeilen. Der gute Mann verliert Blut. Ich glaube zumindest, dass es ein Mann ist. So. Wir nehmen das... Ah, hier das Skalpell. Das liegt schon so schön hier. Und wie ich mich kenne, schmeißen wir es jetzt einfach um. So. Zack, zack. Und irgendwas müssen wir hier noch durchtrennen. Also, ja, man sieht hier so viel. Ist natürlich richtig praktisch. Ne, so wird's nicht gehen, denke ich. Huch, jetzt habe ich dem hier oben in den Brustkorb geschnitten. Also, sieht doch im Moment aus, als ob es noch überlebt. Huch, wenn wir dem nicht dauernd das Skalpell irgendwo hinpieksen. Und, ja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier den Kram, also wir dürfen nicht die Skalpelle ausgehen, das wäre natürlich sehr schlecht. Zack, zack. So, wir nehmen das nächste Skalpell, wir haben ja noch ein paar, beugen die Hand wieder so, das ist ein bisschen tricky hier. Aber irgendwie läuft es. So war das nicht geplant. Ah, wir haben ja noch mehr Skalpelle. Na komm, wieso dreht sich die Hand nicht? Man weiß es nicht. Ach, das Tablett will doch keiner. So. Na? Wärst du so gut, das Skalpell zu nehmen? Der Mann hier verblutet uns und du kriegst das Skalpell nicht gepackt. Also ich meine... Ah, jetzt'n. So. Zack, zack, zack. Irgendwie dreht die Hand sich gerade ganz komisch. Aber ist ja nicht schlimm. So, jetzt gucken wir erstmal. So dürfte es gehen. Wir gehen nochmal hier rein in den guten... Und drehen einfach mal fleißig. Ich glaube, ich werde kein guter Operateur. Also, ja, nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. So, haben wir es jetzt hier? So, wir schnibbeln jetzt hier noch mal ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben es raus. Zack, wir tun mal schnell das... da fällt ja gerade hier was rein. Gucken wir mal, ob wir den guten Mann hier...
Na, das Herz schlägt noch. Ich glaube nicht, dass es sowas wird, aber ich glaube, der verblutet uns auch jetzt. Ne, irgendwo hängt er noch fest. Aber wir haben auch kein Skalpell mehr hier, ne? So, los, beeilen, beeilen, beeilen. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Ich glaube zwar nicht, weil der verliert ziemlich schnell Blut. Und super, jetzt haben wir hier das. Ja, das ist das Problem. Man kann hier die Sachen nicht richtig packen. Ach, komm, wir schmeißen einfach mal ein bisschen was rein. Der gute Herr ist eh tot. So, zack, zack, zack. Upp. Selbst das klappt gerade nicht. Und mal gucken. Schade. Ja, wir haben es fast geschafft. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde und gucken, ob wir den Guten jetzt operiert bekommen. Wie gesagt, das Spiel gibt's kostenlos. Ich werde den Download-Link posten. Es ist auf jeden Fall für zwischendurch immer mal ganz lustig. Gibt's als Flash zum Downloaden, aber gibt's als Flash zum Downloaden oder nee, Quatsch, nicht als Flash zum Downloaden. Man kann es, da fliegt die Schere. Man kann es runterladen oder man wird es, wie heißt's? Was rede ich eigentlich? Man kann es runterladen und so spielen oder man, ach, du scheiß Papier hier. Oder man spielt es direkt im Browser, aber im Browser geht es lange nicht so gut, finde ich. So, wir haben die Lunge schon verschoben und wir hauen jetzt mal hier kräftig mit dem Hammer. Oder wir hauen auch nicht. Na gut, man hat keine Zeitbegrenzung. Sobald der Typ halt anfängt zu bluten, ist halt schlecht. Wir versuchen es mal mit der Spitzenseite. So, hebelwirkungstechnisch, aber. Hammer Time! So, jetzt müssen wir den guten Mann hier ausräumen. Aber er blutet nicht, das heißt, wir können jetzt hier so alles rausnehmen. Und das verschafft uns natürlich viel Zeit. So, ich bin mit der Tastenbelegung falsch. Irgendwie. So, genau. Zack. Man muss sich erstmal dran gewöhnen mit der Tastenbelegung. Da fährt der Krankenwagen, der kommt wahrscheinlich zu uns. Situationskomik könnte man das nennen. So. Oh, das sieht nach Großeinsatz aus. Na, wieso hängt das denn hier fest? Wobbel, wobbel, wobbel. Ich hätte doch gern die Knochen. Hier, zack. Genau, weg damit. Ja, und sonst, ja, es ist halt wirklich, ich glaube nicht, dass dieses Spiel ein Verkaufsschlager wird. Irgendwie habe ich den Knochen da festhängen. Man kann halt lustige Sachen machen. Zum Beispiel sowas. Oder reingeguckt. Nein, und so, wir gucken jetzt nochmal, dass wir den Typ hier irgendwie operiert bekommen. So, wir müssen auf jeden Fall. Nee, das ist falsch. Wir nehmen das Skalpell wieder. Drehen das Ganze ein bisschen. Wie wär's mit so rum? Gehen mal hier rein. Ist natürlich doof, dass man hier so blind schneiden muss. Weil man nichts sieht, aber gut. Wir versuchen das Skalpell mal ein bisschen weiter unten zu nehmen. Da fühlt man sich so wie als Kind, wenn die Eltern einem gezeigt haben, wie man Messer und Gabel hält. So, noch ein bisschen hoch. Zack. So, jetzt dürfen wir die Taste noch nicht loslassen, weil sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. So, und jetzt schneiden wir hier nochmal blind durch die Gegend. So, das Herz pumpt noch. Das heißt, das ist noch nicht ganz locker hier. Zack, zack, zack. Wir fahren hier mal ein paar Mal kräftig durch und bringen den Patienten schon wieder fast um. Was haben wir denn hier noch Feines? Erstmal drehen wir wieder die Hand richtig. Allein das ist hier schon so ein bisschen Herausforderung. So, das sieht doch schon besser aus hier. Zack. Und runter. Ich komme mir vor wie so ein Kran-Simulator. Ah, wir haben das Herz raus. Ich werde bekloppt. Wir haben es raus. Guckt euch das an. Jetzt nehmen wir hier den Klumpen. Oder wir nehmen ihn noch nicht. Los. So, das alte kommt weg und wir hätten gern neues. Das ist hier drin. So. Ja. Die Leiden eines Chirurgen, die Sachen überhaupt gepackt zu bekommen. So, und wie machen wir das jetzt hier wieder fest? Müssen wir das nähen oder? Zack. Wir haben es geschafft. Der wird sicherlich überleben. Ohne Lunge und ohne Brustkorb. Und wir haben ganze 3 Minuten gebraucht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch einen Spaß für zwischendurch machen. Link kommt in die Videobeschreibung. Und ich gucke mal, ob ich demnächst noch so ein paar lustige Spiele finde. Und sag dann mal danke fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.